Animus disst Cynic, Lars versus Animus, Fragezeichen. Tierstar regelt von Cynic. Ich habe Probleme damit, das ist es mir nicht wert, Bruder. Und bei Cynic muss man auch sagen, der hat 20 Videos gegen mich gemacht, schlecht redet und so, Aufmerksamkeitsgeiles. Danke, Killer Kennedy. Es war wieder soweit, absoluter Festtag, der Animus-Podcast. Tierstar war zu Gast und es waren 6 Folgen insgesamt, haben die hochgeladen. Habe ich alle reingezogen? Ich glaube 4 oder 5, weil ein Thema fand ich, glaube ich, nicht so interessant. War aber geil auf jeden Fall. Es ging um Battle Rap. Tierstar hat Animus darauf angesprochen. Hier, wie ist das? Battle gegen Lars, Battle gegen Cynic. Battle gegen Cynic, Battle gegen Mighty, Battle gegen Blut und Kasse. Und wir hören uns mal an, wie der Tierstar das macht. Wahrscheinlich wird das hier sehr lange, weil, egal, Animus erwähnt mich später noch. Und da werde ich natürlich nochmal ganz dezidiert drauf eingehen. Intensiv drauf eingehen. Aber wir hören uns erstmal an. Das werden wahrscheinlich ein paar Teile hier, jeweils eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Aber es geht um das, was ich am meisten liebe. Es geht um Battle Rap. Und wenn sich eine bekanntere Person rausnimmt, über Battle Rap zu urteilen, bin ich immer zur Stelle. Oder wie Animus später noch sagen wird, aufmerksamkeitsgeil, weil seine Videos sind nachweislich meine klickstärksten. Nicht. War es so, dass ich Lars Unlimited zum Freestyle-Battle herausgefordert habe? Hat er nicht. Da hat er sich versprochen, der gute Animus. Der hat die natürlich zum A Cappella herausgefordert. Ne? Und dann kam irgendwie... Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass... Also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon, dass Lars freestylen kann. Bei Animus habe ich noch nie gehört, dass er freestylen kann. Ich glaube ehrlich gesagt, dass Lars im Freestyle-Battle Animus gottlos hops nehmen würde, ehrlich gesagt. Was ich genau nie sah, hat mich angestachelt, da irgendwie über Jesus irgendwas zu sagen, weil Jesus mich gedisst hatte. Dann habe ich so ein A Cappella von Seite in Richtung Jesus rausgehauen und dann hast du eine Analyse dazu gemacht und meintest halt so, ey, ich finde, Animus sollte ein Aufbau-Battle haben, bevor er gegen Lars den King of wie Battle. Ja, Animus weiß nicht mal, dass es, also wie die, Animus weiß de facto nicht, wie die Disziplin heißt, in der er Lars battlen möchte. Das ist, kommt hier des Öfteren vor, aber Tierstar weist natürlich höflich darauf hin, dass man das entweder A Cappella Battle Rap nennt oder ein Written A Cappella oder einfach nur ein Written Battle. Animus weiß das nicht, hat aber Lars in der Disziplin rausgefordert. Und ich wollte mal ganz kurz sagen, es ist erstaunlich, wie viel auch namhafte Nachrichten ich bekommen habe von Leuten, die gesagt haben, ey, kannst du bitte nochmal auf Animus reagieren, das ist wirklich lustig. Der labert wirklich so viel Scheiße und denkt, der ist der und der und der und der. Das ist köstliches Amüsement für uns und für euch ist das natürlich auch unter anderem. Aber es hat mich natürlich nochmal bestärkt, weil ich eh Bock drauf hatte. Ich liebe das doch. One-on-One-Battle, würdest du sehen, in was ist Lars genau der King für dich? Im One-on-One-Battle. Also Animus versucht jetzt mal so zusammenzustammeln, wie die Kunstform heißt, in der er Lars Unlimited herausgefordert hat. Von Seite in Richtung Jesus rausgehauen und dann hast du eine Analyse dazu gemacht und meintest halt so, ey, ich finde, Animus sollte ein Aufbau-Battle haben, bevor er gegen... Schreibt mir mal in den Chat, diejenigen von euch, die es mitverfolgt haben, was findet ihr eigentlich? Klar, ihr seid jetzt mein Chat, das heißt, ihr seid jetzt nicht hundertprozentig neutral, aber schreibt ruhig ehrlich meine Meinung, mich verletzt es auch nicht. Was ist, ich weiß, es war schwierig zu vergleichen, ich bin auch hundertprozentig davon überzeugt, dass Animus, der Wendehals, das auch mit Absicht so gemacht hat, dass man es nicht direkt vergleichen kann. Ich habe auf einem Beat gerappt, er nicht. Ich habe so lang gerappt, er hat viel länger oder fast doppelt so lang gerappt. Aber was... Für diejenigen von euch, die beides gehört haben, wer hat eurer Meinung nach bei dieser einen Runde, die wir uns abgeliefert haben, wer hat da das Rennen gemacht? Wer war stärker, eurer Ansicht nach? Mein Freestyle-Wendehals oder seine A Cappella-Bars in seinem Podcast? Würde mich mal interessieren. Also ich habe bisher eigentlich nur Stimmen für mich gesehen, aber wie gesagt, das ist natürlich auch mein Chat, deswegen ist natürlich jetzt nicht ganz fair. Es hat mich trotzdem gerade kurz interessiert. Okay, weiter. Lars, den King of wie Battle, One-on-One-Battle, würdest du sehen, in was ist Lars genau der King für dich? Das im ist Rodeln. Eine Definitionssache. Also erstens war ich gerade überrascht, weil du Freestyle-Battle meintest. Ich dachte, wir reden von einem Written A Cappella-Match. Ja, halt, ne? Ja, sorry, genau, Written A Cappella. Ja, ach, Freestyle meinst, kann ich gar nicht. Okay, also ja, Freestyle bist du raus. Na, komplett, Bruder. Okay, dann ist schon mal klar. Also meine Meinung über Lars and Standing in Battle Rap ist halt, dass er die beste Einzelleistung abgeliefert hat. Ich rede nicht vom besten Battle allgemein, auch jetzt was so
die Resonanz angeht. So, wir haben ja auch immer so jährliche oder pro Saison mal so Awards verliehen und so weiter. Da hat er jetzt nicht, da gab es andere Battles, aber die beste Einzelleistung, so eine Art Blueprint, so eine Messlatte, die bis jetzt nicht eingeholt wurde, auf jeden Fall. Wenn man nach der Mehrheit. Seid ihr derselben Meinung? Schreibt mal in die Kommentare, seid ihr derselben Meinung oder ist das, kann man schon so sagen, das ist jetzt wirklich fast 10 Jahre her und es wurde nicht getoppt, aber ich würde Tiesta da beipflichten auf jeden Fall, dass es bis jetzt, glaube ich, wirklich von der Einzelleistung her nicht getoppt wurde, auch wenn BattleRap sich ein bisschen verändert hat. Aber ich glaube, dieses, dass 2 von 3 Runden, weil die erste war, glaube ich, nicht so crazy, keiner auf der Bühne klarkommt und alle sind so, mein Gott, was ist hier los? Das hat es, glaube ich, danach nicht mehr gegeben. Als Meinung geht. Krass. Ja. Deutschen und nach deiner persönlichen Meinung auch wahrscheinlich. Ja, ich finde das, was er gemacht hat, sehr besonders. Steht alleine für sich, aber ich bin schon so, habe ich vorher auch immer schon geäußert und in Tracks und so weiter. Ich denke, wenn man King sein will, muss man King schlagen und man sollte auch diesen King-Titel verteidigen. Dann hat man King-Status in meinen Augen halt. Ne, danke. So. Und das ist, was mich stört, ne, für die Leute. Lars hat ein krasses Battle hingelegt gegen Drop Dynamic. Und wird seitdem, und leider auch, sage ich, von Leuten wie dir, die halt ein Standing haben, als unantastbar dargestellt, wo ich mir denke, in meiner Welt und auch in deiner Welt, reicht ein gutes Battle, ein guter Part, eine gute Strophe, ein gutes Album nicht, um unantastbar zu sein. Das gibt es, das reicht im Kampfsport nicht, das reicht im Basketball nicht. Wenn Michael Jordan ein gutes Spiel gemacht hätte, hätte niemand gesagt, er ist. Ja, ist natürlich jetzt nicht so der schlau zu vergleichen, ne? Ist überhaupt gar kein schlauer Vergleich, weil das voll der Blödsinn ist. Es geht ja um die Einzelleistung. Es gibt, wenn du mehrere Versuche hast, dann hast du auch eine größere Wahrscheinlichkeit, also mehr Chancen, so eine Leistung zu reproduzieren. Aber wenn du nur einen Schuss hast und diesen Schuss versenkst, dann muss dir das erstmal jemand nachmachen. Und deswegen finde ich, ist es ehrlich gesagt ein total beschissener Vergleich von Animus gerade. Hätte Michael Jordan nur ein gutes Spiel gemacht, kann man schon eine Saison draus machen. Da wäre der Safe wahrscheinlich nicht der Goat gewesen, ne? Weil es ja um Consistency geht. Aber es geht ja auch nicht um unantastbar sein, sondern es geht darum, der hat ein Battle gemacht und diese Leistung wurde bis dahin seitdem, diese Einzelleistung wurde seitdem nicht getoppt auf gewisse Sachen bezogen. Also es gab schon Battles, die waren lustiger, es gab Battles, die waren, weiß nicht, aggressiver, es gab bestimmt auch Battles, die waren mit einem geileren Hin und Her. Aber für das, was er gemacht hat, das wurde halt nicht getoppt. Also rap-technisch und also analysemäßig, das so kombiniert, ist das die beste Leistung gewesen. Deswegen, der Vergleich hinkt auf jeden Fall. Mhm. Und keiner wird, so, was ist hier los? Alles gut. Keiner wird hier sagen, also ich würde nicht sagen, Lars ist der Goat. So, für mich ist das Gregpipe. Und wenn Gregpipe nur das Battle gehabt hätte gegen Basic oder gegen keine Ahnung wen, dann wäre der auch nicht der Goat. Aber Gregpipe hat von 2004 bis zum letzten Mal 2018 irgendwie auf überkrassen Level abgeliefert und Lars halt nur einmal. Deswegen kannst du nicht der Goat sein. Das sagt auch keiner. Es wird nur gesagt, das ist die beste Einzelleistung. Und damit einer gegen diesen Typen battlen darf, muss man sich das erstmal verdienen. Das ist das Einzige. Der Goat. Es geht darum, und das finde ich auch respektlos, den anderen Written Battle Künstlern gegenüber. Also ich spreche da als einer von den anderen oder die Speerspitze der anderen. Mighty, ich, wer gibt es noch, Alter? Bong Taggy. Also Leute, die jetzt 5 Jahre und mehr auf dem Buckel haben und immer für Highlights gesorgt haben. Ich glaube nicht, dass einer von uns dreien das so sieht, nach dem Motto, nee, Lars ist vollkommen zu Unrecht, wird er hier gehypt. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, jeder von uns dreien ist wahrscheinlich der Meinung, dass er ihn an einem guten Tag schlagen könnte oder hat vielleicht eine Taktik im Kopf oder so, aber das stimmt nicht, was der Animus sagt. Die seit Jahren in Battles gehen, ne, und sich gegeneinander messen und sich immer weiterentwickeln und auch mal in einem schlechten Tag gut performen müssen und alles, finde ich das respektlos, wenn man Lars diesen Untouchable-Status gibt, weil er eine gute Leistung gebracht hat, ne, wo ich mir denke, Bro, ich bin mit meinem Radio Freestyle-Bars. Er scheint es nicht verstanden zu haben. Ja. Dass Radio Freestyle-Bars nichts mit A Cappella Battle Rap zu tun haben. Ja. Ich bin hier viral gegangen, ich bin da viral gegangen, ich bin Bars-Rapper. Okay, dann kannst du mir jetzt mal erklären, wo ist eine Tabelle oder wie lautet der Sport von Bars-Rappern? Was machen Bars-Rapper? Was ist, gibt's ein Bars-Rap-Battle? Gibt's ein Bars? Das ist einfach eine Radio-Live-Performance. Das war's. Das ist auch cool. Auf jeden Fall gar keine Frage. Aber da geht's halt einfach nur um Viralität, um Reichweite und nicht um irgendeinen messbaren Wert. Album, gibt es einen Award für den besten Bars-Rapper, also Show, aber ein super Rapper, der gute Bars hat. Aber das ist doch jetzt, was hat denn das mit A Cappella Battle Rap zu tun? Jam FM, Big FM, hast du Bars? Ich bin so oft viral gegangen. Ja, Engelsgesicht ist auch voll oft viral gegangen. Natürlich ist das jetzt ein bisschen unfair von mir, weil Engelsgesicht mit irgendwelchen komischen Sprüchen viral geht und Animus mit Bars, die auch gut waren, gar keine Frage.
aber niemand hat das bewertet. Niemand, also da saß kein Gremium von Leuten, die Ahnung haben, die Animus-Bars bewertet haben, sondern einfach nur Leute haben draufgeklickt und es weitergeteilt, weil mal irgendwas Emotionalisierendes dabei war, wie Palästina oder sonst irgendwas. Wie gesagt, ohne das schlecht zu reden, das waren ja auch gute Bars und Animus hat die auch gut performt, aber das irgendwie gleichsetzen zu wollen mit Leuten, die sich in einer Liga durchsetzen oder es zum Beispiel wie im Fall von Lars schaffen, mit einem Schuss direkt einen Treffer zu landen, das ist so, da überschätzt sich Animus auch maßlos. Man merkt so richtig so Narzissmus-Syndrom. Er denkt einfach so, das kann ich locker auch, was der gemacht hat. So typisch. Kennt ihr so, wie einer, der so biersaufend Fußball guckt und sagt, ja, das könnte ich locker auch. Das ist verständlich, wenn Leute sagen, Animus ist der krasseste Bars-Rapper. Ne? Ja, safe. Mach ein Beat an und du bist einer der krassesten Bars-Rapper. Aber darum geht's ja nicht. Was diese Radio-Freestyles und diese Sachen angeht. Warum? Ich habe das 10-mal unter Beweis gestellt. Hätte ich einen guten Part abgeliefert, hätten die... Ja, die waren auch gut, wie gesagt. Ich habe gesagt, ja, okay. Marvin? Wie Marvin? Das reicht, um ihm diesen Untouchable-Status zu geben. Also ich halte ihn schon für kreativ genug, neuen Überraschungseffekt zu erzielen in einem weiteren Battle. Das sieht man zum Beispiel an der Performance da gegen Haftbefehl und so, wo er da ein paar Bars ausgelassen hat, dass er da auch sehr souverän und sehr überdurchschnittlich... Dein Wunsch für Battle Rap, ist es das größer zu machen und bekannter zu machen? Oder ist es das als Nischengenre zu lassen? Safe, das war immer mein Wunsch. Die Leute in der Szene wissen das und ich habe mich orientiert immer an internationalen Standards halt, ne, womit ich dann oft angeeckt bin hier, weil viele halten es für besser, wenn Battle Rap auch kleiner ist und elitärer ist und nur Leute quasi am Start sind, die sich bis ins Detail auskennen halt, ne, weil umso größer das wird, umso stumpfer wird es auch und so. Das ist so ein bisschen wie, wenn Rap zu Popmusik wird halt, ne, dass dann halt die Kriterien sich ein bisschen ändern und das wird zu Kommerz, sagen die dann und so. Ja, okay, Animus ist 10-mal mehr viral gegangen als er mit einem Battle, ne? Hat auch noch ein Album mit Bushido, sage ich jetzt mal, rausgebracht, rein von der Aufmerksamkeit, ne? Die Leute sagen, er ist ein krasser Rapper, er hat so viel Angriffsfläche. Ja, also ich war jetzt auf Comedy-Tour und ich wage zu behaupten, das ist meine allererste Tour und ich habe jetzt schon, ich würde sagen, ich habe alleine nur ich, habe, glaube ich, auf meiner Tour vor mehr Leuten gespielt als Lars Unlimited. Also ich bin als Comedian auf jeden Fall viel, viel erfolgreicher als Lars als Solokünstler. Lars hat für krasse Leute geghostwritet, aber eine Lars Unlimited Tour, wissen wir ja noch von damals, ist nicht so gut besucht wie meine Comedy-Tour. Ich bin kein anderer Battle-Rapper, könnte das, was ich kann, Comedy-Shows moderieren, One-Man-Shows, sich auf eine Bühne stellen, egal vor 300 oder vor 1000 Leuten und alle zum Lachen bringen. Aber das ist kein guter Grund, warum der Lars jetzt gegen mich betteln sollte. Kein guter Grund. Ja. Weil darum geht's nicht. Ahnungslos, was machst du? Von Label zu Label, Studioangriff, die ist Akrobatik, weißt du so. Kennst doch die Szene in Kampfsportfilmen, wenn einer davor... ...zu machen und zu tun und da reinzugehen. Und wenn ich verliere, kein Problem. Aber man kann ja meine Historie an Bars und Raps und Disses und alles drum und dran ja nicht festmachen an einem Battle, das ich vor 20 Jahren gemacht habe. So wie bei ihm ja auch nicht. Ne? Und ich finde, meine Skills als Rapper rechtfertigen das. Und die Bekanntheit wäre nur ein Bonus obendrauf für die Aufmerksamkeit, die das Battle generieren würde. Also grundsätzlich ist es nicht so, dass man es dir nicht zutraut. Ne? Das ist jetzt so, dass man sagt, du kannst das. Deswegen sage ich ja, du hast einen privilegierten Status, in dem du, wo ich gesagt habe, ein Match würde reichen, um zu zeigen, wie Animus in diesem Jahr aktuell drauf ist und auf welchem Niveau er heutzutage unter diesem Leistungsdruck mit einem Gegner vor einer Crowd performt. Und da muss ich, also ich verstehe Tiers das Punkt, dass der sich denkt, der Animus kann jetzt nicht einfach von der Seite kommen und sagen, ich will den Lars Unlimited, den, der die beste Einzelleistung hier jemals gebracht hat, den will ich sofort battlen und quasi uns alle übersteigen. Aber, und Tiers sagt halt, der muss erstmal beweisen, wir müssen erstmal sehen, ob Animus überhaupt auf dieser Plattform funktionieren kann. Ich meine, man muss ja auch überlegen, ne? Das ist ja auch so arrogant und hochnäsig von Animus gewesen, weil er hat es ja noch nicht mal, guck mal, in diesem Schlagabtausch zwischen Animus und mir, egal wie ihr denkt, ob ihr findet, man kann es vergleichen oder nicht, ob man findet, meins war, hatte die Nase vorn oder Animus seins. Ich glaube, bei einem ist man sich sicher. Animus war auf gar keinen Fall so krass auf Lars-Niveau, dass er mir so überlegen gewesen wäre, dass jeder gesagt hätte, ja, ganz klar, Animus hat den Jesus zerstört. Ganz im Gegenteil. Es war total ausgeglichen und es gab sehr viele Leute, die fanden, dass ich es besser gemacht habe. Also wenn du so krass wärst, dass du schon bereit dafür wärst, jemanden, der halt schon bewiesen hat, jetzt in der jüngeren Zeit, in den letzten 10 Jahren, sage ich jetzt mal, auf so einer Battle-Ebene sich durchzusetzen, warum hast du mich da nicht komplett vom Erdboden wegradiert? Ganz einfach, weil du nicht so krass bist. Wir können ja gleich nochmal in beide reinhören, dann könnt ihr euch ja selber davon überzeugen, ob er so krass auf Lars-Niveau ist. Dann hätte er mich ja zerstören müssen. Wo ich aber irgendwie auch denke, oder auch meine zu wissen, ich finde, man könnte den auch ruhig gegen Lars direkt antreten lassen.
Also ich brauche nicht Animus gegen, weiß ich nicht, gegen irgendeinen Aufbaugegner. Also ich rede jetzt nicht von Taggy, Mighty, Mir oder keine Ahnung wen. Davon rede ich nicht. Ich rede von irgendwelchen Musikern, die auch, keine Ahnung, Jace ist oder so. Ich finde das, oder Timeless, das muss der gar nicht. Ich finde, der kann sich direkt vor Lars stellen. Und also ich brauche gar nicht. Ich für mich muss nicht vorher testen, ob der Animus auf der Bühne klarkommt. Das sehen wir dann schon gegen Lars direkt. Das fände ich cooler. Ich finde es auch cooler, weil es sehr unterhaltsam wäre, wie er dann untergehen würde. Anderen Sport kann man halt quasi mit einem Match gleich den King herausfordern. Und dieses Privileg hast du ja. Und ich habe ja für beide das auch gesagt. Als das Ding mit dir und Jaces war, habe ich auch gesagt, ey Jace, du ein Gegner richtig komplett in den Boden stampfst und am Ende sagst, ja, habe ich dir nicht gesagt, Tierstar, wo bleibst du, Lars? Wenn das die letzten Lines sind und die Crowd jubelt dabei und du dieses ähnliche Standing in der Battle-Rap-Szene hättest wie Lars, dann wird auf jeden Fall die Hip-Hop-Community und die Szene Killer sagen, ey, Lars, ja, kneif nicht. Ansonsten hast du die neue Krone. Genau. Einen Dingsbums, einen zerstampfen und dann Lars herausfordern nach einer übertriebenen Leistung. Also wir reden jetzt maximal fiktiv natürlich. Lars herausfordern, Lars denkt sich, Lars kriegt Druck von allen Seiten, ist so, und Lars denkt sich auch so, okay, das war wirklich krass von Animus. Ich glaube, das Ja. lohnt sich jetzt. Das wäre natürlich auch eine Variante. Weißt du, was ich meine? Das ist ja der Weg, wie das funktioniert. Rappern und so weiter. Ich habe viel zu viel Respekt, als dass ich sagen könnte, ich steppe da einfach rein und zerstöre die alle und so weiter. Versteh mich nicht falsch. Ich bin nicht arrogant und sage, ich könnte es mit jedem Naja. Battle-Rapper in Deutschland aufnehmen oder so. Gar nicht. Ich sage nur, Lars trägt diese Krone unverdient. Lasst mich, ich setze meinen Fame für Battle-Rap quasi hin, ne, dass wenn er mich zerstört. Seinen Fame. Der Arme. Sein Fame. Also, ey, sagt ja kein Mensch was. Man kennt Animus. Aber seinen Fame setzt er aufs Spiel. Ist der Fame von Lars geringer als Animus seiner? Ihr für die nächsten 2 Jahre virale Memes auf TikTok und überall habt, wo er mich auseinandernimmt, bar für bar. Das ist mein Risiko, was ich in den Topf werfe. Und sein Risiko ist, mir eine Krone zu geben, die er vor 6, 7 Jahren oder vor wie vielen Jahren war dieses Battle? Vor 2013, 10. 10. Vor 10 Jahren hat er diese Krone, die schon gerostet ist und so, weil er sie ja nie wieder ausgepackt hat. Er hat ein Battle gegen Haftbefehl. Er hat Haftbefehl geroastet auf einer Bühne und ist schnell wieder nach hinten abgehauen, ne, hinter diesem Richtig. Vorhang. So hat ein Ding, das war cool, das hatte Lars muss viele auch, Reime Lars gehabt könnte und mal also wieder. Reimketten und Lars alles. müsste mal wieder. Und für mich war das das Ding. Ich will nur nicht, dass die Leute denken, ich sage, ich bin der beste Battle-Rapper Deutschlands oder der beste Written-Rapper, Battle-Rapper und so. Du hast vollkommen recht. Für mich war das nur ein easy Target, ne? So, dass ich sage, ich gehe hin, der Typ hat eine Krone, die ist unverdient, so, und oh, Bro, dein Bild Mein, ist ey, mein, kurz herausfordert, der nächste. Dann gibt es ja natürlich auch Leute, die eine bestimmte Herangehensweise an ein Battle haben, auf die du dich einstellen musst. Das heißt, dem King aus deiner Szene oder die Top 3 oder die Top 5, ne? Ich will denen gar nicht absprechen, dass die krass sind. So, ich will denen nur sagen, guck mal, wenn ich meinen Namen auf den Tisch lege, mit dieser Bekanntheit, die ich habe und mit diesem ganzen Ding, was ich habe, so und den Respekt, den ich habe durch meine Bars und alles, ne? Dass die Leute, es gibt ja keinen, der sagt, Animus ist ein schlechter Rapper. Du saßt oft genug in deinem Format und hast gesagt, Animus ist ein krasser Rapper. So. Natürlich ist aber Pizza nicht Burger, ne? Das heißt, ich bin der krasseste in Pizza, Lars ist der beste in Burger. Jetzt sage ich, ich will gegen den besten Burger-Koch antreten, in seiner Disziplin. So. Und für mich war das einfach das. Bei jedem anderen, außer wenn es jetzt ein K1 ist oder ein, keine Ahnung, Leute auf diesem Niveau, ne, habe ich das Gefühl, ich verliere mehr, als ich gewinne. So. Plus, ich habe zu viel Respekt vor der Kunst, als dass ich Der mich. ist einfach ein Idiot. Der ist einfach ein Idiot. Das ist genau andersrum. Er würde viel mehr gewinnen, wenn er sich trauen würde. Allein schon, ich schwöre bei Gott, allein schon, wenn Animus gegen mich ein Battle gemacht hätte, richtig, bei Top Tier zum Beispiel, wenn er das gemacht hätte und wenn er mich dann besiegt hätte, dann hätte Animus nur gewonnen. Und ich glaube ehrlich gesagt, selbst wenn er verloren hätte, hätte er zumindest die Eier und die Authentizität gewonnen. Deswegen mache ich ja auch mit. Ich bin ja überhaupt gar nicht der Meinung, ja, hundertprozentig, ich werde da im Dezember Cassius Clay zerstören. Im Gegenteil, ich kann mir gut vorstellen, dass ich auch verliere, weil Cassius Clay ist sehr stark und ist in dieser Szene auch ein Name. Und ich bin in dieser Szene gar nichts, weil ich bin ja nicht in dieser Battle-Rap-Szene drin. Aber ich sehe es so, ich beweise auch damit meinen Mut und ich beweise auch, dass ich kein Schwätzer bin, sondern auch Eier habe und ich gehe dahin. Und ich bin mir sicher, wenn ich mein Bestes gebe, eine gute Leistung abgebe, dann wird man mich anhand dieser Leistung bewerten. Ob ich dann gewinne oder nicht, ist sogar fast zweitrangig. Du kannst nur gewinnen, weil eins hat Animus mit mir gemeinsam. Egal, was wir in der Vergangenheit für Erfolge hatten oder nicht, aber jetzt aktuell sind wir nicht da oben dabei. Animus spielt gerade bloß reichweitentechnisch oben dabei, weil er an Bushidos Eiern das bemessen hat, weil er bei CCN kurz dabei war. Ansonsten würde heute schon kein Schwanz mehr über Animus in dem Maße reden, wie man es gerade tut. Sein Podcast läuft gerade nur zu krass, weil er Geschichten über Bushido erzählt und sonst was. Name-Dropping halt betreibt. Deswegen, das ist ein absoluter Trugschluss von Animus, dass er denkt, dass er da nur verlieren könnte. Es ist genau andersrum. Er könnte nur gewinnen, aber er ist dumm und checkt es nicht. Komplett reinfuchse und alles drum.
Nehmen wir jetzt aber, also auch für die folgenden Minuten, das Wort. Wie kam es zu dem Cassius Battle? Ganz einfach. Nach dem Schlagabtausch zwischen Animus und mir kam Tierstar, hat das Ganze bewertet, weil seine Community seine Meinung wissen wollte zu dem Schlagabtausch zwischen Animus und mir. Und Tierstar hat dann gesagt, ich biete beiden, sowohl Animus als auch Jesus an, dass ich ihnen Gegner suche aus der Battle-Rap-Szene, gegen die sie battlen. Und wenn sie sich dann beweisen, dann können sie ihr Traummatch machen. So, ich hab sofort angenommen. Animus nicht. Und das spricht, glaube ich, ehrlich gesagt Bände. Und genau deswegen findet mein Battle im Dezember statt. Das sagt immer einfach mit Angst austauschen. Und ran und so ein Battle mache. Ich verstehe aus eurer Perspektive, dass ihr sagt, Bro, du kannst halt nicht einfach reinsteppen von Seite. Das ist wie, keine Ahnung, Alter. CM Punk ist in die UFC gekommen und wollte sofort gegen den Champion kämpfen und die haben ihm halt eingegeben, der Rank Nummer 10 war und der hat gegen ihn gewonnen. Ich verstehe das. Alles gut, ne? Obwohl ich mich jetzt nicht mit CM Punk und Wrestling vergleichen will, weil wir schon das ähnliche ja, Genre live mit haben. Crowd. Ist eigentlich der perfekte Vergleich. Ist eigentlich der perfekte Vergleich. Es geht um Bars, also Wrestling ist Showkampf. Die verletzen sich da auch, aber es passiert nicht wirklich was. Und UFC ist der Real Shit, wo du wirklich, wo du nicht weißt, wie es ausgeht, wo du sterben kannst, wo du, hab ich wo mir du schon angeschaut, Lichter ja. ausgehen, wo du ins Krankenhaus kommen kannst, wo du nichts skripten kannst, wo das wirklich drauf ankommt, was ich kannst auch du, Stelle wann gegen wann. Wohingegen Wrestling halt, ist der perfekte Vergleich. Der perfekte Vergleich. Normaler Rap, so ein Battle Rap, so keine Ahnung, Diss-Tracks oder Rap, deine Alben machen, Musik machen, Studioarbeit, Battle Rap. Wrestling und UFC. Killer-Vergleich. Super, maximal akkurat. Rap, es geht um Bars und Lyrics. Aber ja, das ist halt, was ich schade finde, weil du hast zum Beispiel gegen Disaster ein Battle gemacht auf Englisch. Mhm. So, obwohl du wusstest, dass dir Disaster in Englisch überlegen ist. Hast du gedacht, genau, dass du ihn zerstören kannst auf Englisch? Natürlich nicht. Das war die größte und härteste Herausforderung, die ich je hatte. Okay, Bro, aber. Cool, schick mir das mal, die Influencer. Eine Sache, die wir alle mitgekriegt haben. Ganz Deutschland hat mitgekriegt, dass Tierstar, obwohl er unterlegen war, in das Metier von Disaster gegangen ist. Dann hat er dieses auf 4 Sprachen oder 5. Ja. Also Animus verwechselt hier offensichtlich das Disaster Battle mit meinem, was nichts mit meiner Leistung zu tun hat, aber das Tierstar Disaster hat auch viel, viel weniger Views und er spricht jetzt hier auf das virale Ding an, mit dem, wo Disaster meine Mutter auf 4 Sprachen oder Brie, Zucker, Scharmutter, so, ich fick meine Mutter. Das Ding, dieser Clip ist ja voll viral gegangen und das verwechselt Animus, glaube ich, und auch dieses ganz Deutschland hat gesehen, dass Tierstar gegen Disaster, das war nicht so crazy von der Aufmerksamkeit her, der verwechselt da ein bisschen was. Kann aber auch passieren. Der ist ja auch nicht so drin in der Materie. Sprachen, Scharmuta und Suka und Muka. Das ging so Moment, viral. Das war meins. Er hat von mir gebeitet, später gegen Cynic. Ah, okay. Genau, aber das weiß Animus gar nicht, weil der hat nur den Clip von Disaster gesehen, weiß, Tierstar hat gegen Disaster gebattelt und da, deswegen vermischt er das. Und Tierstar hat auch so ein mehrsprachiges Ding gehabt gegen Disaster in seinem ersten Battle und sagt jetzt, dass Disaster das von ihm gebeitet hat. Okay. Ah, das war gegen Sinne. Gut, ja. Sehr gut. Das heißt, aber diese... Okay, also wir sind bei 20 Minuten, Leute. Wir gucken morgen weiter. Und ich würde mir jetzt kurz diese 3 Sachen noch angucken. Einmal dieses Lars Hafti, dann meinen ersten Part gegen Animus und dann Animus Antwort darauf. Und dann reicht es für heute.